Bei uns zu Gast ist Carsten Körver, Inhaber und Gründer der Vertriebs Consulting GmbH. Hallo Herr Körver, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vertrieb 2016, was sind die großen Themen, die dieses Jahr auf die Vermittler zukommen? Ja, erstmal herzlichen Dank und schönen guten Tag. Unseres Erachtens nach sind die großen Themen Digitalisierung, ist das Thema Beratungsanlässe, Vertriebsunterstützung, Vertriebsanlässe zu finden. Das sind sicherlich die großen Felder. Naja, und um ein dickes Feld kommen wir auch nicht drum rum. Niedrigzinsumfeld, Wegfall oder Reduzierung von Garantien. Also das wird den Vorsorgemarkt und auch insbesondere die Maklerlandschaft deutlich beschäftigen dieses Jahr. Was macht diese Themen für Vermittler so wichtig? Naja, also zum einen das Thema Digitalisierung. Hier haben wir eine regelmäßige Kontroverse zwischen dem Vermittler und dem Maklerempfinden einerseits und dem Empfinden gegenüber Fintechs auf der anderen Seite. Schlussendlich geht es aber auch um die eigenen digitalen Prozesse, die in den Maklerbüros, in den Vermittlerbüros gestaltet werden müssen. Und insofern ist das aus unserer Sicht prozessseitig hier ein ganz wichtiges Thema, dass der Makler so ein Stückchen die Scheu verliert und sich den Themen widmet. Auf der anderen Seite das Thema Beratungsanlässe, Vertriebsunterstützung. Das ist ein ebenso großes Thema, weil insbesondere durch die LVRG und die Niedrigzinsumfeldbestimmung dieses Jahr, was sicherlich noch härter die Vermittler treffen wird, da braucht es einfach neue Ideen, da braucht es neue Stories, da braucht es auch neue Themen. Und aus diesem Grunde sehen wir da also ganz, ganz intensiv zwei große Felder, die wir besetzen müssen. Wie wichtig ist es, dass sich der Vermittler darauf einstellt und auch gleichzeitig reagiert? Also es ist aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, dass er sich diesen Themen offen widmet. Erstens kommen wir an diesen Themen nicht vorbei und zweitens, es bestehen eine Menge Chancen für den Vermittler, gerade in diesem Jahr, insbesondere was die Positionierung angeht, was das Herausstellen des eigenen Images angeht. Auch das Thema Kodex spielt eine wichtige Rolle. Hier hat der Vermittler eine Menge Möglichkeiten, sich beim Kunden zu positionieren, um A, das Feld nicht den Fintechs zu überlassen und B, auf der anderen Seite auch seinen Wert gegenüber dem Kunden deutlicher herauszustellen. Jetzt haben Sie ja vollkommen zu Recht gerade zwei Aspekte genannt. Einerseits eine ganze Reihe von möglichen Maßnahmen, die man treffen kann. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich dann auch die Frage, welche Reaktion ist dann eine angemessene Reaktion auf die Veränderung? Ja, also es gibt ja zwei Reaktionsfelder. Auf der einen Seite haben wir da den Anbieter und den Dienstleister und auf der anderen Seite haben wir das Thema Vermittler. Letzten Endes besteht die Herausforderung darin, dass die beiden unterschiedlichen Wege, auch Vertriebswege, sich miteinander sozusagen in eine Konformität bewegen, denn der eine kann ohne den anderen nicht. Letzten Endes ist eine ganz wichtige Message hier an der Stelle das Thema Transparenz, denn nur Transparenz sorgt für eine weniger ablehnende Haltung und für eine mehr offene Haltung. Also von daher, unsere Empfehlung ist es, sich die Themen, sich die Felder, sich die Prozesse beidseitig genau anzusehen, Prioritäten zu stecken und nach wie vor ist eben halt der freie Vermittlervertrieb eins der Kernfelder und deshalb muss man sich vermittlerseitig dann eben halt auch auf diese Themen einstellen und auch auf die Bedingungen, die jetzt vermittlerseitig vorhanden sind. Der Vermittler selber muss sich entsprechend darauf einstellen, weil er entsprechende Prozesse und weil er entsprechende Themen auch an den Kunden weitergeben muss, sodass es auch verbraucherschutzrechtlichen Umfeldern gelingt. Welche Rolle spielt dabei das Thema Marketing? Naja, das Thema Marketing ist ein ganz wichtiges, viel zu wenig beachtet, gerade auch im Vermittlermarkt. Eine eigene Webseite reicht heute bei weitem nicht mehr aus. Letzten Endes muss ich gucken, wen spreche ich mit meinen Themen an, wer ist in heutiger Zeit mein Kunde, wer ist aber auch morgen mein Kunde. Und hier gibt es eben halt eine Menge unterschiedlicher Medien, die heutzutage zur Verfügung stehen. Und da an der Stelle gibt es ein echtes Manko. Der Vermittler ist da noch so ein Stückchen hinter der Technik hinterher. Wir merken, dieses Trendthema wächst weiter, aber oftmals traut sich der Vermittler auch nicht dran. Marketing ist aber wichtig, denn nur wenn ich mich verbotschafte und dem Kunden aufzeige, wer ich bin und was ich kann, dann werde ich auch einen Treffer erhalten. Und das geht eben halt heute nicht mehr nur mit einer Website und auch nicht nur über die Empfehlungskette, die wir in der Vergangenheit strapaziert haben und die ja auch richtig war. Ja, vielen Dank, Herr Körver. Wir sind gespannt, welche interessanten Impulse Sie heute hier gewinnen können. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.